Wer hat hier die Wissenshoheit und entscheidet darüber, was gute und wichtige Bildung ist? Ist das irgendwie demokratisch organisiert oder ist es ein Konzern oder ein Ministerium, das womöglich recht stark unter Lobby-Einfluss ist? Ich kann mit Algorithmen, mit ganz komplexen technischen Systemen den Menschen fast das Denken abnehmen und ihnen Stück für Stück sagen, was sie die ganze Zeit zu tun haben. Und dabei geht es so Kompetenzen wie, ja, ich will darüber mitreden, wie ich lerne, was für eine Methode ich nehme, ob ich jetzt eher der Video- oder der Texttyp bin, ob ich was hören möchte und aber auch, was ich lernen möchte. Ist das wirklich das Thema, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen möchte? Ich möchte mitreden, ich habe andere Interessen. Ich finde das wichtig für eine zukünftige Gesellschaft. Das kann Technik natürlich auch ermöglichen, vielleicht stärker, als es jetzt in der Schule da ist, Mitbestimmungsmöglichkeiten zu geben. Auf der anderen Seite haben wir wieder Datenmissbrauch. Die Information darüber, wer, was, wann und wie erfolgreich lernt, ist eine sehr wertvolle Information, die Unternehmen gerne hätten. Da wollen wir unseren Nutzern 100%igen Datenschutz gewähren und garantieren ihnen, dass wir das nie rausgeben werden und gar nicht erst sammeln, soweit es möglich ist. Die Khan Academy hat, glaube ich, über 4000 in England. Wir haben 350 davon übersetzt, komplett ehrenamtlich. Also da stehen wir gerade am Anfang. Bei dem anderen Projekt, bei Serlo, haben wir 3000 Aufgaben, 350 Erklärungsartikel und einen Haufen Musterlösungen zur Abschlussprüfung. Auch da stehen wir ganz am Anfang. Aber die Vorleistung, um dorthin zu kommen, war eine recht große, weil wir nicht von Anfang an quasi unsere Dienstleistungen in hoher Qualität zur Verfügung stellen konnten, sondern erstmal diese Plattform entwickeln mussten. Und da sind 3 Jahre Arbeit reingeflossen von Leuten, die das in ihrem Studium nebenher gemacht haben oder neben der Arbeit und was sonst sehr, sehr viel Geld gekostet hätte. Da steckt schon auch eine andere sehr wichtige Frage dahinter, nämlich wer definiert, was gelernt werden soll, was gute und richtige Bildung bei uns in der Gesellschaft ist. Und wir würden diesen Prozess, in dem das herausgefunden wird, mit unseren Projekten gerne etwas demokratischer gestalten. Dadurch, dass wir eine große Online-Community haben, die diese Inhalte erstellen, die darüber entscheiden, ob das jetzt gut erklärt ist, da hat der Schüler eine andere Meinung als der erfahrene Lehrer oder der Didaktikprofessor, aber in Zusammenarbeit kommen sie vielleicht zum guten Ergebnis. Diese Entscheidung würden wir gerne viel weiter in die Breite geben, als Organisation da gar nicht mitreden und so zur Demokratisierung des Bildungssystems beitragen.